Du magst dir vielleicht schon mal gedacht haben, wie zum Teufel kann ich denn, wenn ich einen Sales-Navigator habe von LinkedIn, die Rechnungen überhaupt runterladen? Das ist gar nicht so einfach. Die haben das jetzt vor kurzem erst geändert, aber ja, wenn du zum Beispiel jetzt die Belege noch für das erste Halbjahr von 2024 oder von 2023, so wie ich hier, irgendwie mal Zugang brauchst, dann gibt es hier sozusagen eine Transaktionsübersicht. Dann musst du hier draufklicken und dann gibt es ja die Möglichkeit, das Ding zu drucken, aber nicht zum Runterladen. Also komplett Banane, ja, also müsstest du theoretisch jetzt das Ding ausdrucken, einscannen und dann hättest du das PDF. Ja. Und wenn ich jetzt halt, also hier gibt es absolut keine Möglichkeit, das Ding runterzuladen, mit anderen Worten. Also komplett gaga. Wieder mal so ein typisches LinkedIn-Ding, wo sie wirklich noch in der Steinzeit sind. Das ist absolut krass. Aber die Lösung dafür ist folgendes: Du gehst trotzdem auf Drucken und dann bietet dir hier der Browser in der Regel, welches Programm du auch immer hast, die Möglichkeit als PDF zum Runterladen. Und dann kannst du das Ding runterladen. Ja, also komplett Wahnsinn. Jetzt habe ich rein durch Zufall, habe ich das irgendwie mal rausgefunden und einfach mal so weitergeben.